Herzlich willkommen zu unserer Sendung Gesellschaftsbarometer. Heute habe ich zu Gast Katharina Dietrich-Welsch. Katharina, ich freue mich sehr, dass du in unser Studio gekommen bist. Ja, ich glaube, ich übertreibe nicht, dass du mittlerweile über dein Engagement, über dein bürgerliches Engagement zu einer Berühmtheit hier in Kaiserslautern geworden bist. Stimmt das so? Ja, es ist also schon ein bisschen schwierig, wenn man in der Öffentlichkeit steht. Also in Kaiserslautern bin ich schon relativ bekannt, vor allen Dingen, wenn ich mit meinem Auto zusammen unterwegs bin. Also dann erkennen mich die Leute noch mehr als ohne. Und es hat Vor- und Nachteile, muss man sagen. So, zu unserem Publikum muss ich sagen, Katharina Dietrich-Welsch hat sich engagiert für die Ärmsten und Schwächsten hier in Kaiserslautern. Das sind Menschen, die in sogenannten Schlichtwohnungen leben, die weder warmes Wasser haben, noch eine Heizung, keine Dusche. Manche haben noch nicht mal eine Toilette und manches Mal ist in der Toilette, wenn sie vorhanden ist, ein Waschbecken da, manches Mal nicht. Es kann auch sein, dass nur eine Wasserstelle, und zwar in der Küche, vorhanden ist. Die Menschen dort leben in Verhältnissen, die sich ein normalbürgerlicher Mensch kaum vorstellen kann. Und da ich am Rande so, des Kalkofens groß geworden bin, weiß ich auch, dass viele, viele Jahrzehnte nichts, aber auch gar nichts für die Verbesserung dieser Menschen getan wurde. Später, als ich dann nicht mehr dort gewohnt habe, wurden zwei Wohnblocks entfernt. Einer wurde, ich nenne das mal, luxussaniert, und die anderen Wohngebäude wurden sich selbst überlassen. Und Katharina, wir duzen uns in dieser Sendung, weil wir uns eben über diese Sache über den Weg gelaufen sind, hat sich um diese Menschen angenommen. Und das ist in unserer heutigen Welt, wo jede und jeder oder viele nur an sich denken, eine großartige Leistung. Weil Katharina, du bist nicht allein auf der Welt, du hast auch eine Familie, du hast drei Kinder und schaffst es zeitlich, organisatorisch, ja und überhaupt kräftemäßig, dich noch für Menschen einzusetzen, die du vorher nie gekannt hast und nie mit denen in Berührung gekommen bist. Wie kam es denn dazu? Also, das war ja so, dass ich mein Ehrenamt angefangen habe vor über 2 Jahren über Foodsharing Kaiserslautern. Und Kannst zwar, du kurz sagen, was Foodsharing achso, ist für die Foodsharing Menschen? ist einfach eine Organisation, die gibt es auch in Deutschland, die Essen vor dem Mülleimer rettet. Das heißt, es werden von Firmen, von Bäckereien, Großbäckereien oder auch von Supermärkten wird Essen abgeholt und es wird dann verteilt, Ist oft das an so Tafeln? Studenten. Ist das sowas wie die Also Tafeln? man muss dafür nicht sozial schwach sein oder wie es heißt, oder Finanziell schwach. finanziell schwach, genau, ja, oder finanziell schwach. Theoretisch, man kann es jedem geben. Es geht nur darum, dass das Essen einfach verwertet wird, gegessen wird und nicht im Mülleimer landet. Und als ich damals das erste Mal im Kalkofen war und gesehen habe, wie die Zustände dort sind und von dem Foodsharing-Projekt gehört hatte, ich kenne den Simon Sanders, der das ja dann auch die ganze Zeit dann auch immer schön koordiniert hat und auch noch macht. Und habe dann mich dort angemeldet im Internet und habe dann darum gebeten, dass ich eine Tour bekomme, die ich dann genau in den Kalkofen, also sprich in den Geranienweg unten, fahren durfte. Und das wurde Also dann auch nur noch mal kurz gemacht. für unser Publikum außerhalb von Kaiserslautern. Also der Kalkofen war der sogenannte soziale Brennpunkt in Der Kaiserslautern älteste, ja. und der älteste. Also deshalb hat auch der Sender Vox eine zweiteilige Dokumentation gesendet über 4,5 Stunden, wenn ich mich recht erinnere. Also es war an einem Ja. Primetime, also wie man das so sagt, 20:15 Uhr ist.15:00 Uhr noch die große Samstagabendreportage war Ja, das. genau. Und es gab also mittlerweile zwei Ja. Reportagen und man muss sagen, also diese Resonanz, die war unglaublich. Also ich bin dann später, also nach der ersten Sendung, wir waren gerade in Urlaub, mein Cousin Rolf, der selber in einem Schlichtwohnung lebt, hat mir gesagt, was da passiert ist und er ist auch im Facebook und hat gesagt, Genoveva, da passiert was Unglaubliches und Ja, das ist sowieso total lustig, weil ich wollte gar nicht mitmachen, weil ich dachte so, das ist dann irgend so eine, keine Ahnung, so
so eine RTL-Soap-Doku, irgendwas Furchtbares. Mhm. Und wurde dann von demjenigen, der diese Dokumentation halt organisiert, also der diese ganzen Teams da organisiert hat und das auch alles da zusammengeschnitten hat und so, von dem Roger Melcher, der hat mich dann in Stunden überredet, dass ich dann doch mitmache, weil ich wollte halt was machen, was jetzt nicht, sage ich mal, einfach nur die Leute vorführt oder zur Schau stellt. Mhm. Das war mir unheimlich wichtig und die haben dann halt mir gesagt, dass es ein ganz anderes, ein neuartiges Konzept ist einer Dokumentation, die eben nicht einfach nur plakativ die Leute vorführt. Und daraufhin habe ich dann gesagt, okay, ich mache mit. Mhm. Und die bei Vox waren dann auch begeistert und haben dann halt mich weiter begleitet in meinem Ehrenamt. Und als das dann so und alle meine Freunde haben gesagt, da guckt keiner zu. Das ist erstens mal eine Dokumentation. Zweitens ist die 4 Stunden lang. Und drittens, die kommt auf Vox. Das guckt keiner. Ja? Und ich habe dann gedacht, so, ja, bist du sicher? Nicht, dass ich dann hinterher da stehe und kann noch gar nichts mehr machen, ohne dass mich da jeder beobachten kann. Und die so, ach, das ist total easy, da passiert gar nichts. Ne? Mhm. Und dann haben das so viele Menschen geguckt. Ja. Also das hätte ich nie gedacht, es waren ja, ich weiß es nicht ganz genau, ich glaube es waren 1,4 Millionen oder so. Ja. Oder, bei der zweiten Sendung muss ich gestehen, da war es noch mehr. Da waren es mehr gewesen, das habe ich leider aus dem Auge verloren, das habe ich irgendwie nicht mitbekommen. Ja, aber ich dachte dann auch, das gibt's doch gar nicht. Und dann kam eine Riesenwelle und dann haben wir uns zusammengesetzt, die Ilse, der Ernst, also Ilse und Ernst Menke, die ja oben im Asternweg so, diese Gaststätte haben. Ich sage jetzt noch für die Menschen, die Vox-Doku nicht gesehen haben, also Ilse ist eine Gastwirtin, die ihre Gaststätte am hinteren Teil des Kalkofen. Am oberen, oder am oberen. Ja, genau. Am oberen Teil, ne? Das ist dann so am Hügel runter. Ja, also genau. Also ich hatte die Gaststätte Wilrich und also die hatte ich von unserem Haus sehen können und die andere, ehrlich gesagt, die habe ich so gar nicht so. Und die Ilse macht halt schon seit Jahrzehnten, dass sie dann halt vereinzelten Menschen dann auch hilft und dann auch die versucht zu unterstützen und was natürlich sehr, sehr schwierig ist, weil wir haben es hier mit Suchtproblematik zu tun, teilweise auch mit psychischen Erkrankungen, die unabhängig von Einkommen und Bildungsstand sind. Also das Problem ist natürlich nur, wenn jemand schon kein Geld hat und dann in Sucht oder in psychische Erkrankungen verfällt, dass da halt kein Netz ist, kein Polster, was einen auffängt, wie jetzt Leute, die wohlhabend sind. Mhm. Und dann landen die halt natürlich eher durch Zwangsräumungen in eben diesem Gebiet, weil die Schlichtwohnungen werden ja nur mit Zwangsräumungen nachgefüllt. Ne? Also da ist ja kein normaler Zuzug oder eine normale Durchmischung des Gebietes möglich, weil es keine Mietverträge gibt und auch das nicht unter Mietwohnungen läuft, sondern unter Nutzungsentgelt. Ja, also es sind sogenannte Gestattungsverträge. Genau. Und sie haben halt auch gar keinen Anspruch in Anführungszeichen auf da zwangsläufig, also ein normaler Mieter hat natürlich einen Anspruch darauf, dass der Vermieter sein Haus Genau, die haben einfach keine Rechte. Ja, sie haben eben keine Rechte. Die können auch einfach umgesetzt werden. Die haben auch keinen Anspruch darauf, in diesem Gebiet wohnen zu bleiben oder auch in diesen Räumen wohnen zu bleiben. Mhm. Theoretisch könnten die ständig umgesetzt werden in andere Wohnungen. Ich habe das erlebt bei meiner Tante. Sie hat in der Friedenstraße, da war auch... Ja, das ist ja jetzt alles leer geworden. Genau. Und die Frau, die war blind, über 80. Ja. Und kam eben von einer Schlichtwohnung in die andere, in die Nordbahnstraße. Das ist so Usus. Ja, und dann war noch keine Heizung drin, das war auch egal. Und da war wirklich der Februar, da war es echt kalt. Nee, das interessiert keinen. Ja. Wir hatten jetzt diesen Winter, hatten wir genau das gleiche Problem. Wir hatten einen Mann, der über 65 ist, der 2 Schlaganfälle hatte und der hatte gar nichts. Der hatte keinen Holzofen, der hatte nichts. Und wir haben dann einen Aufruf gemacht über Facebook und haben einen Holzofen gespendet bekommen. Wir haben auch ein bisschen Holz gespendet bekommen. Dann habe ich dann direkt den Schornsteinfeger angerufen. Der kam dann, hat dann die Feuerstelle begutachtet und so weiter. Hat uns das dann auch freigegeben. Also das sind halt so Sachen, wenn es da halt niemanden gibt und die schlafen dann im Winter einfach ohne Wärme. Mhm. Ein anderer Fall war eine junge Mutter mit kleinen Kindern. Und die hat das halt nicht, sag ich mal, in der zeitlichen Frist beim Jobcenter angemeldet, dass sie einen Gasofen braucht. Die hatten keinen im Dezember. Und da war es ja jetzt noch ein bisschen wärmer, aber es wurde dann in Richtung Kälteperiode. Mhm. Und wir haben dann einfach einen Gasofen von uns, weil die müssen ja mit Abgassicherung sein, haben wir dann sozusagen leihweise gespendet und die Stadt hat ihn dann angeschlossen. Aber das war einfach nur so eine Hilfe innerhalb von 24, 48 Stunden, um zu gucken, dass dann die Kinder wenigstens einen Teil der Wohnung warm haben. Das
kann man sich nicht das vorstellen. Das war ja nur ein Ofen für die gesamte Wohnung, ne? Ja, natürlich. Das ist immer nur für die gesamte. Und deswegen haben wir ja diese vielen Kältebrücken. Deswegen kommt ja auch immer dieser Schimmel durch. Und deswegen haben wir jetzt vom Astermeg e.V. gesagt, wir bestehen darauf, dass wir eine Heizungsanlage einbauen dürfen. Mhm. Weil laut Stadtratsbeschluss ist es natürlich so, dass nur Gaseinzelöfen eingebaut werden sollten. Laut des der neuen Energiegesetz, da gibt es so genau, ich weiß nicht genau, wie es heißt, aber da gibt es so Gesetze, die besagen, dass keine Gaseinzelöfen mehr eingebaut werden sollen. Aber da gibt es dann noch so Schlupflöcher, wie wenn da mal eine Feuerstätte war, dann ist da halt eine Feuerstätte und dann kommt da nochmal so einer dran. Das kann man dann sozusagen umgehen. Und wir haben gesagt, das ist weder wirtschaftlich noch ist es energieeffizient und wir sehen da keinerlei Grundlage, dass wir das Geld von Privatspendern sozusagen zum Fenster rauswerfen und Dinge einbauen, die sich seit Jahrzehnten schon komplett überholt haben. Hm. Ja? Hm. Nur weil es nur Schlichtwohnungen sind. Ne? Hm. Ja, und dann haben wir das auch von der Stadt erlaubt bekommen, dass wir das so machen dürfen. Wir haben von der Firma Buderus eine komplette Heizanlage geschenkt bekommen. Eine Kaskadenheizanlage für den gesamten Block. Die bauen wir jetzt im ersten Aufgang ein, also mit Kesselraum. Mhm. Gehen dann in den nächsten Aufgang, machen dann halt, also wird das dann irgendwie so mit Stopfen zugemacht. Mhm. Ja, also ich habe mit dabei, die Leitungen werden dann dicht gemacht. Ja, das heißt, genau. Der eine Aufgang bekommt komplett Heizung. Mhm. Und wenn wir den komplett fertig haben mit Fenstern, Türen, da haben wir auch Firmen, die sich angeboten haben. Otto Fenster, Siegelbach, Kaiserslautern, auch von hier vor Ort. Mhm. Und auch Handwerker hier vor Ort, die dann gesagt haben, okay, wir unterstützen das. Wir haben aus Göllheim die Firma Innova, die die ganze Bauleitung sozusagen vor Ort mit der Heizung macht, weil das muss ja auch alles mit Konzession. Ja, und das muss ja alles ordentlich laufen. Ja, genau, also damals nach der ersten Doku hatten wir einfach blauäugig und naiv entschieden, diese ganze Aufmerksamkeit nehmen wir mit, indem wir gucken, dass wir den Kalkofen sanieren. Hm. Und was das dann im Nachhinein bedeutet, das war uns natürlich nicht klar, ja? Dass man da irgendwie 150.000 Gesetze beachten muss. Hm. Dass man, woher soll man das auch wissen? Also als wir normaler sind ja, Mensch. Sind, genau, wir sind ja ganz normale Bürger. Also ja, bei uns ist ja, ja keiner auf die Welt gekommen, irgendwie mit dem Hintergrund wissen, was brauche ich, um einen großen Bau zu sanieren. Ja? Es sei denn, man hat Architektur oder sonst was genau, studiert, das, Bauingenieurin. Genau, da haben wir dann auch unser Feuer dann teilweise im Internet abbekommen, wo es dann hieß, ja, das muss man anders machen, das muss man besser machen, wo ich dann immer sage, dann macht es bitte auch selbst. Ja. Also wir haben genug Brennpunkte in Deutschland, wir haben genug Menschen in Deutschland, die wirklich, wir haben eine Gesellschaft, die am Kippen ist. Wir haben Kinder und Jugendliche, die schon in ganz jungem Alter schon keine Hoffnung mehr haben, die einfach nicht sich in der Lage sehen, die Welt nochmal verändern zu können und so, was wir früher immer, alle Jugendlichen denken, sie können die Welt verändern und erobern, das ist normal. Mhm. Und das hat einfach komplett nach. Das soll auch so sein, um Gottes Willen. Das ist ja auch normal. Was für einen Anspruch hat man denn sonst an sein weg. Leben? Und das ist halt bei vielen einfach weg. Mhm. Und deswegen haben wir halt auch diese Problematik, dass wir sehr viel Bedarf haben an Leuten, die Ehrenamt machen, an Leuten, die sich einbringen. Aber momentan ist es halt so, dass wir eigentlich mitten im Schussfeuer von ganz vielen Leuten stehen, die dann sagen, ja, aber, und die machen das nur deshalb und deshalb und deshalb, anstatt dass man einfach sagt, okay, wer braucht denn eigentlich Hilfe in der Gegend, wo ich wohne? Also das, was ich gesehen habe, ist, dass ihr euch wirklich, ich habe euch ja auch mal besucht, also eine Freundin von mir, die ich schon längst verloren geglaubt habe, habe ich auf diesem Weg wiedergefunden sozusagen. Da war ich dann dort und da habe ich gesehen, die Leute sind tatsächlich dahin gekommen. Eine Frau hat gefragt, habt ihr Babykleider eben für Neugeborenes? Da war leider nichts da gewesen. Ansonsten kann ich unserem Publikum sagen, also diese Vox-Dokus, die hat eine Spendenbereitschaft in ganz Deutschland ausgelöst. Ja. Also das kann man wirklich, und da weiß man, die Mitmenschlichkeit, die ist nicht tot. Unser System ist zwar ganz gruselig, aber die Mitmenschlichkeit ist Gott sei Dank noch da. Also ob das bei wohlhabenderen Menschen ist, bei wirklich auch ärmeren Leuten. Ja, wir haben es auch gemischt bei den Geldspenden. Wir haben Leute, die sind in der Lage, dann auch einfach mal 1.000 oder 2.000 Euro zu überweisen. Und wir haben halt Leute, die dann halt 2, 3, 4, 5 Euro überweisen. Mhm. Also wir haben da auch dieses Spektrum von ganz, sag ich mal, von wohlhabend bis runter zu fast gar nichts vorhanden. Mhm. Und wir haben Leute gehabt, die kommen aus Baden-Württemberg, aus Norddeutschland gefahren mit Kleintransportern, bringen da Kleidung oder auch Kleinmöbel und so Sachen mit. Und
da ist auf jeden Fall die Bereitschaft da, dass die Menschen auch was verändern wollen. Ich meine, die Menschen wollen ja auch eigentlich nicht in der Welt so leben, dass sie dann einfach so ist und einen so komplett abstraft und aburteilt. Ja. Nur das halt zu verändern, da sehen halt viele Leute, die sagen dann, das geht, wie soll das gehen, das kann ja keiner machen und so. Na gut, also halt so ein bisschen nachvollziehen kann ich das schon, weil es werden einem auch wirklich viele Hürden in den Weg gelegt. Ja, man muss unglaublich stur sein. Also ja, ich meine, wenn ich jetzt weniger dickköpfig wäre oder so, dann hätte ich das bestimmt schon nach ein paar Monaten, hätte ich gesagt, wisst ihr was? Ich gehe jetzt, viel Spaß, hab noch ein schönes Leben, ich mache mir meins nicht kaputt, weil ich habe teilweise 15 bis 17 Stunden täglich, glaube ich, gearbeitet, 7 Tage die Woche, gerade die ersten, sag ich mal, die ersten 12 Monate waren echt übel, weil ich habe dann Facebook-Monitoring gemacht, ich musste auf alles antworten, weil jeder Kommentar, der nicht kommentiert wird, gilt als Zustimmung, dass man dann sozusagen diese Thesen also unterstützt. Und wir haben ja über Facebook unglaublich viel organisiert und haben das dann auch geschafft, weiterhin die Leute dann am Ball zu halten und sozusagen unsere eigene kleine interne Tageszeitung sozusagen zu kreieren, sodass wir uns auch von der Rheinpfalz ein bisschen absetzen konnten. Ja, also das ist immer ganz schwierig, in Kaiserslautern überhaupt Presseaufmerksamkeit zu bekommen. Gerade wenn man vielleicht nicht so Mainstream ist oder nicht so gerade, sag ich mal, in dieses System so reinpasst, dass man für 150 Fotos verwertbar ist, mit denen man seine Hände schütteln kann. So. Wir sind ja schon ein bisschen schwierig. Ja. Auf jeden Fall haben wir als Zusammenverbund von Helfern und Kalkofen, das war uns ganz wichtig, dass bei der Gründung auch so, war das so, dass wir die Hälfte der Leute mussten aus dem Kalkofen kommen. Weil ich habe gesagt, das funktioniert nur, wenn man eine Organisation hat, die zusammen verwachsen ist mit dem Brennpunkt. Das ist natürlich schwierig für die normalen Helfer, weil das natürlich nicht möglich ist, eine Vereinsarbeit so zu gestalten, wie man das normalerweise kennt. Ja. Der Umgangston ist rauer, damit kommt nicht jeder zurecht. Dann haben wir auch einzelne Austritte gehabt. Aber das ist ja auch genau das, wenn man von außen kommt und eine Organisation auf einen sogenannten Brennpunkt überstülpt. Das funktioniert einfach nicht. Ja. Das ist wie wenn bei dir jemand an der Tür klingelt, du machst auf und der kommt rein und sagt, ach Gott, nee, du musst das machen. Ach, wie sieht es denn hier aus? Warum hast du das nicht renoviert? Wieso ist das so? Da hat man direkt eine Abwehrhaltung. Klar. Das funktioniert einfach nicht, weil kein Mensch mag das. Und deswegen habe ich gesagt, muss das einfach mit den Leuten im Brennpunkt so laufen, dass man das zusammen macht. Ja. Und das bedeutet natürlich auf beiden Seiten Verluste. Das spricht die Leute, die das nicht gewohnt sind aus dem Kalkofen, müssen mit diesen ganzen Gesetzen und Regeln, die so eine Vereinsarbeit mit sich bringt, umgehen lernen. Ja, und der Verein oder die Helfer müssen halt damit umgehen lernen, dass das halt einfach für viele nicht nachvollziehbar ist, warum man jetzt diese ganzen Regularien beachten muss, wenn man doch einfach nur was Gutes tun möchte. Ja, also das hat dann ja so ein klar, das schwierig. Vereinsrecht, das hat so seine Tücken. Oh. Also für Menschen, die damit vorher noch nichts zu tun hatten. Ich bin froh, dass ich vorher nichts damit zu tun hatte, sonst hätte ich das wahrscheinlich gar nicht gemacht. Dann hätte ich gesagt, nee, das ist ganz schlechte Idee. Nee, also ich habe das selber, also nachdem ich mir dann, ich habe mir die Doku angeschaut im Internet und ich muss sagen, obwohl ich ja quasi damit groß geworden bin, auch wenn auf die Distanz, also ich bin ja mit den Kindern auch in die Schule gegangen, das war auch nicht immer einfach. Also es gab dann durchaus Kinder, die dir aufgelauert haben, dich dann auch mal verprügelt haben. Das war nicht witzig und das wird es wahrscheinlich auch heute noch so geben. Das war ein Kusel, aber auch so. Ja, das, bloß als Kind ist das halt doof, weil dann schreckst du dich ganz furchtbar. Also, eins ist klar, also diese, wie soll ich denn sagen, diese Stimmung, also diese ja, Gereiztheit auch. Also, und das habe ich schon als Kind gespürt. Also diese Gereiztheit auch zum Teil unterhalb der Familien. Also da gab es zum Teil richtige Fäden zwischen verschiedenen Familien, die also durchaus über verschiedene Köpfe hinweggehen. Also da war nicht nur, ich sage jetzt irgendeinen Namen, die Susi mit der Karin von dort, sondern da waren die ganzen Familien irgendwie, gingen dann aufeinander los. Also manches Mal auch tätlich, manches Mal auch nur verbal. Das ist schon eine sehr eigene Welt. Also wenn man aus einem normalen, bürgerlich situierten
Ja, das ist halt das ist ganz schwierig für die meisten nachzuvollziehen. Also wir haben natürlich immer Familien, die auch untereinander dann teilweise dann noch verheiratet, verwandt, verschwägert, wie auch immer man das nennen will, sind, die sich dann halt gegenseitig dann irgendwelche, die haben dann irgendwelche Fäden, die sie dann austragen. Und da ist natürlich für auch neue Helfer des Vereins, die sitzen dann zwischen zwei Fronten und sind total entsetzt, was sie da für Gerüchte hören. Also ich meine, gerade der ehemalige Kalkofen, also die Gerüchteküche ist ja schon massiv. Am Anfang ist das auch. Die sind ja auch sozial verwoben. Ja, natürlich. Das ist ein komplettes soziales. Das ist genau. Und wenn man das dann halt nicht kennt und hört dann irgendwelche Horrorgeschichten, da könnte man eigentlich auch ein Buch drüber schreiben, Legenden des Kalkofens oder so. Wäre vielleicht ein. Genau, mit dem Erlös saniert man dann weiter. Ja. auf jeden Fall habe ich dann auch so, am Anfang war ich natürlich auch entsetzt. Was? Ja, da hieß es dann, der eine, der hat dann einen Hund aufgeschnitten und hat dann ganz fischbare Sachen gemacht. Und ich habe dann gesagt, oh mein Gott, was sind das hier für Menschen? Ja, was war das für eine Idee nochmal? Mhm. Aber das ist halt natürlich schon so seine eigene Welt. Und, das hat mich nicht abgehalten. Und ich denke dann einfach, man muss einfach sehen, warum macht man das? Und für mich ist ganz wichtig, also ich habe dort auch sehr viele alte Menschen gesehen. Und ich finde einfach, dass Kinder und alte Menschen so nicht leben dürfen. Nicht in Deutschland. Ja. Ich verstehe das in einem Land, was arm ist. Wenn ein Land wirklich arm ist, und dann ist es vollkommen okay, dass auch die Armen nichts haben. Nur in einem Land, was so reich ist und dann noch eine Stadt, die sich Universitätsstadt nennt und eine Stadt, die einen eigenen Fußballclub hat, ja, sozusagen. Der auch über lange Jahre, ich bin selber Fußballfan, unterstützt wurde. Ne? Also Und da kann es einfach nicht sein, das geht nicht dann ohne kleine Mini-Bäder. Da muss ja noch nicht mal ein Fenster rein, aber dass eine Dusche drin ist und eine Toilette und ein Waschbecken. Und dann geht es auch nicht ohne warmes Wasser. Ja. Also wenn ich eine 84-jährige Oma sehe, die noch nie ein Badezimmer besessen hat und die wäscht sich dann mit dem Wasserkocher den Körper und die Haare und alles und das schon immer, das verstehe ich einfach nicht. Und dass dann einfach da so drüber hinweggeguckt wird, dass dann auch gesagt wird, oh, die Katharina nervt mit ihrem Asternweg. Ja. Wo ich dann denke, wie kann ich denn nerven, wenn alte Menschen und Kinder so leben in unserer Stadt? Ja. Wie kann ich denn dann sagen, ich bin stolz, in Kaiserslautern zu leben, wenn ich da nichts tue, nichts. Als soziale Stadt, wohlgemerkt. Ja, also wir hatten ja schon mal das Vergnügen, wir haben uns ja jetzt hier nicht das erste Mal gesehen. Genau. Wir hatten ja hier diese Obdachlosenkünfte werden aufgerüstet, da hat also die Rheinpfalz, die hat dieses Plakat, habe ich zusammen mit meiner damals noch 80-jährigen Freundin Lisette Milde gemalt, in der Wohnung meiner Tochter, die hat nämlich eine große freie Fläche gehabt. Ich erinnere mich, das war dieser Stadtrat, das war diese Stadtratssitzung. Oh, aber die war ja legendär. Da wäre ich so gern reingegangen, aber ich hatte Spätschicht und deswegen konnte ich leider nicht mit. Bei dieser Sitzung war der Kalkofen tatsächlich im Ratssaal oben auf der Zuschauertribüne. Also das fand ich ja so krass, weil die sind da selbst hingegangen und haben dort gesessen. Also mir sind da wirklich fast die Tränen gekommen, weil ich dann einfach, ich fand das so cool, dass die Leute aus dem Kalkofen sich dann so für interessiert haben, dass sie tatsächlich dann auch Flagge gezeigt haben. Die sind da rein, weil sie zeigen wollten, wir hören jetzt mit, was ihr hier beschließt. Weil es ging ja, die Beschlussvorlage war ja, soll das wirklich so geändert werden? Soll das jetzt der Schlussstrich sein unter diese obdachlosen Unterkünfte, dass man sagt, die dürfen so gar nicht mehr existieren? Da ging es ja um diesen Grundsatzbeschluss. Ja. Und der Kalkofen ist mitgekommen, weil die gesagt haben, wir setzen uns dahin, wir gucken zu, wir sind da und die vom Stadtrat sollen das ruhig sehen, dass wir hier sind. Und es wurde da war auch der Beschluss war ja einstimmig von allen, durch alle Parteien durchgängig im Stadtrat angenommen worden, dass es geändert wird. Natürlich ist die Zeit, die dort zugrunde gelegt wurde, etwas. Das geht nicht. 25 Jahre. Also ihr lieben Leute, das ist schon wie ich das gelesen habe, und da habe ich mich ein bisschen gewundert, vielleicht ist mir was entgangen. Also manches Mal kann es sein, dass ich bei mir die Stapel zu Hause der Zeitung so stapeln. Ich habe auch Papier. Und die müssen dann warten, dass ich dann mich auf ein ganz bestimmtes Ding und dann sortiere es aus. Aber manches Mal mache ich auch noch andere Dinge und vielleicht ist mir was entgangen. Aber was mich wirklich gewundert hat, war, also die Rheinpfalz, die hat hier geschrieben, quasi, dass diese Demonstration, die wir da, also es war ja keine Demonstration, wir haben wirklich nur das Schild, also das Plakat dahin gehangen. So, diese Demonstration wäre nicht nötig gewesen, denn der Stadtrat hätte ja beschlossen, dass innerhalb, damals hier steht, von 25 Jahren, diese Wohnungen saniert werden. In 25 Jahren lebt
leben die meisten Menschen, die jetzt in dieser Wohnsituation sind, leben dann gar nicht mehr. Und wir haben in unserem Grundgesetz verankert, dass wir ein freier und sozialer Bundesstaat sind. Und wirklich, also die politischen Verantwortlichen hier in dieser Stadt und anderswo auch, die sollen doch bitte, bitte ihre Verfassung mal lesen und schauen, was da drin steht. Und bitte halte die ein und dann werden die Menschen wieder zur Wahlurne gehen. Da bin ich mir ganz sicher. Wenn sie das Gefühl haben, dass die Menschen, die sie entsenden in die Parlamente, ob das Stadtparlament ist, Bundesparlament, Landesparlament, ist mir egal. Wenn Sie das Gefühl haben, dass für Sie Politik gemacht wird in Ihrem Sinne, dann gehen die auch wieder zur Wahlurne. Da bin ich mir absolut sicher. Also was man dazu sagen muss zu diesen 25 Jahren, ist auch ganz interessant. Im Jahr 2000 wurde ja der Texas-Block, der ehemalige, renoviert. Ja. Der hat ja diesen schönen, abenteuerlichen Namen, weil es war einer der schlimmsten Blöcke. Ich weiß, den gab es schon zu meiner Zeit. Da haben dann die Mülleimer alle und so gebrannt. Oh. Da habe ich auch schon ganz viele Geschichten gehört. Nur, damals hieß es, das ist der Startschuss für eine Komplettsanierung des ehemaligen Kalkofens. Ja. Und die Ilse hat zu mir dann gesagt, weißt du, Katharina, dieses Jahr wären sie theoretisch fertig gewesen. Weil auch 1999 hieß es 17 Jahre. Ja, oder 16 Jahre. So. Da hat es für einen Block gereicht. Genau, so. Und dann haben die ja praktisch den Kindergarten hochgebaut, haben dann diesen sozialen Gemeinschaftsarbeitsraum gebaut extra. Dann haben sie, und das waren ja alles Gelder der sozialen Stadt, Förderprogramm Nummer 1. Mhm. Und haben diesen Texas-Block saniert und haben dort auch normale Mietverhältnisse geschaffen. Ja, also die Wohnungen sollen wirklich toll sein, nee, mit Laminat. Ich war noch nicht drin. Nee, aber ich war drin. Ich kenne auch so ein, zwei Leute, die dort drin wohnen, und das ist auch genau so das, was man eigentlich in allen Blöcken machen müsste. Ich war dann ja auch noch mal jetzt vor 2 Wochen in der Slevogtstraße und habe dort geguckt, und ich bin immer noch total geschockt einfach, dass diese gleichen Blöcke einfach auch dort in der Straße stehen und das auch schon so lange und dass noch nicht mal, sage ich mal jetzt mal ganz blöd ausgedrückt, ein Treppengeländer gestrichen wurde in 60 oder fast 70 Jahren oder ein bisschen Farbe an die Wand gemacht wurde oder wie auch immer. Da gibt es diese Fenster, die hängen da halb raus, manche sind einfach nur an die Löcher gestellt im Hausaufgang und ich frage mich einfach so, wie kann das sein? Ja? Also ich muss sagen, also wenn ich ein Amt hätte hier in dieser Stadt. Wenn die jetzt sagen, 25 Jahre. Wir wissen gar nicht, was in 25 Jahren ist. Nö. Der Haushalt wird immer schon ein Jahr verabschiedet. Das heißt, wir müssen einfach, es ist einfach ein Fakt, dass man kontinuierlich an dieser Sache dranbleiben muss, dass man kontinuierlich einfach auch leicht unbequem sein muss, einfach damit weiterhin auch der Wille der Stadtverwaltung und der Wille der Politik bestehen bleibt, diese Situation zu ändern. Weil man kennt es ja, wo kein Kläger, da kein Richter. Eben. Und deswegen ist es halt auch ganz wichtig, dass weiterhin die Menschen bei der Stadt anrufen, dass weiterhin die Menschen nachfragen, auch bei der Rheinpfalz, warum hören wir nichts oder was ist denn genau passiert. Die Stadt hat jetzt angefangen, 500.000 Euro sind jetzt für dieses Jahr frei geworden an Bauunterhaltungsgeldern, so wurde mir das dann kommuniziert. Das wird jetzt im Geranienweg umgesetzt über das ASZ. Die haben eine Ausschreibung jetzt von einem Block bekommen über, ich glaube, 220.000, wo natürlich dann auch Fremdfirmen wohl mit drin sind, weil Fenster und so weiter müssen ja auch eingebaut werden. Ja, auf jeden Fall, im Geranienweg geht es los. Das sind 2 Blöcke vorgesehen. Wobei, ich war jetzt letzte Woche auch wieder beim Foodsharing im Geranienweg unten. Und dann wurde den Leuten schon gesagt, es werden die Aufgänge gemacht, also praktisch die Treppenhäuser gemacht, es werden neue Fenster, neue Türen eingebaut, es wird eine Außenwärmedämmung angebracht und das Dach wird gemacht. Oh. Und die Wohnungen nicht. Das gibt's nicht. Das haben die mir gesagt. Ich weiß es aber nicht, ob das stimmt. Ach so, da muss man Aber es würde schon Sinn machen, das könnte durchaus sein, dass das so der Wahrheit entspräche, dass man einen Block macht mit Bädern und den anderen dann vielleicht erstmal nur über andere Fördergelder laufen lässt. Ich weiß es nicht genau. Gut, da muss man sich, also um da nur 25 Jahre. Nein, das geht nicht. Also da sind wir uns einig, Katharina. Da muss der Druck einfach weiterhin bleiben. Ja, also ich hatte damals versucht, eine Bürgerinneninitiative zu starten. Ich hatte auch Unterstützung durch meinen Sohn. Der hat mir auch eine Homepage gemacht, also Kaiserslautern schaut drauf. So haben wir das genannt, weil ich natürlich weiß,
diese Menschen können sich politisch nicht äußern. Das heißt, die gehen nicht zum Oberbürgermeister und sagen, hör mal zu, wir sind hier auch noch da, wir sind auch deine Bürgerinnen und deine Bürger. Die kriegen wahrscheinlich keinen Termin beim Oberbürgermeister, sagen ja, würden sie das vielleicht schon. Ja, aber sie würden auch nie den Weg dahin finden, weil die Scheu, also wenn ich an meine Tante denke, was die eine Angst hatte vor der Verwaltung an sich, ja, da ist der Schwarz ausgebrochen. Also jetzt kann man sagen, ich meine, ich habe unheimlich viele Menschen dort kennengelernt, die unheimlich freundlich waren. Also, und ich muss wirklich unsere Stadt, also mit den Menschen, die da drin arbeiten, die sind freundlich und zuvorkommend. Das habe ich auch im Büro Färber erlebt, also Sozialdezernent Färber. Also mit der Sekretärin habe ich etliche Anrufe geführt, um eben genau diesen Kita-Raum, der mit Steuergeldern eben extra als Quartiersraum gedacht war. Also das heißt, dass man also in dem Quartier, Kalkofen, ich nenne es jetzt mal so, dass man dort eben Versammlungen abhalten kann, eben größere, ne? Wo so 40, 50 Leute können da... Wir hatten den auch mal angefragt, um halt auch das bisschen besser organisieren zu können, gerade mit dem Bereich Kinder und Soziales aus dem Verein Astern WGV. Und uns wurde dann gesagt, wir müssten, ich glaube, 15 oder 20 Euro Reinigungspauschale pro Nutzung bezahlen. Und ich habe dann auch gedacht, mein Gott, das kann ja keiner bezahlen. Wenn wir jetzt 10 Sitzungen haben, das sind ja 150, 200 Euro. Ja. Das ist ja Geld, was wir nicht in die Sanierung stecken können. Und dann habe ich gesagt, komm, was muss man da ausfüllen? Und dann war der Vordruck noch, da stand der Name des Sozialdezernenten vor Färber drauf. Wo ich, also wo ich da dann dachte, vielleicht so für mich, nachgearbeitet nee, werden. Ne? Ich dachte dann so, wer hat denn eigentlich diesen Raum jemals genutzt oder nutzen dürfen oder jemals angefragt. Katharina, ja, also ich weiß, ich will nicht sagen, von wem ich es weiß. Ich will nämlich niemanden in Schwierigkeiten bringen. Ich weiß, dieser Raum wurde noch nie als Quartierversammlungsraum, zumindest damals, als ich dort war, genutzt. Das weiß ich wirklich aus erster Hand. Ja, ich sage nicht, von wem ich das habe. Also das heißt, auch hier kann unsere Stadt durchaus kreativ werden. Und dieses bürgerliche Engagement, was es tatsächlich geben würde, wenn wir damals, also diese Bürgerinneninitiative dort mit dem, ich sage jetzt mal, Hype dieser Sendungen, hätten wir es damals geschafft. Und vielleicht, wer weiß, vielleicht schaffen wir es noch heute, eine wirkliche bürgerliche, gemeinschaftliche, mit den Leuten im Kalkofen, weil es macht wirklich keinen Sinn, wenn nur, ich sage jetzt mal, Menschen, die nicht im Kalkofen wohnen, sich politisch engagieren, sondern wir müssen es tatsächlich mit den Leuten selbst tun. Deswegen, ich hatte auch Gespräche mit dem ASZ-Vorsitzenden und ich wurde auch eingeladen zu, es ging nicht um, also mir wurde nicht die totale Kooperation verweigert, das nicht. Aber es ging nicht so weit, diese Kooperation, dass ich hätte werben können für die Idee der politischen Zusammenarbeit, wenn sich Menschen, denen es besser geht, um ihre Mitmenschen, denen es schlechter geht, kümmern. Und zwar politisch kümmern. Nicht ja, nee, weil ihr, das ist Astern halt einfach, e.V., genau. Wir sind halt einfach, wir haben gesagt, wir lassen die Politik raus, bei uns ist jeder willkommen. Genau. Ich habe da auch genug Kritik eingesteckt dafür, weil ja, bei uns ist wirklich von links nach rechts alles an Menschen vertreten. Ich bin auch ist immer auch in Ordnung. Pro Dialog. Ich denke einfach, es bringt nichts, wenn ich mich im sozialen Brennpunkt engagiere, um Leuten, die weggeschoben wurden vom Kern der Gesellschaft und dann in einem Verein, wo ich mich um diese Menschen praktisch kümmere, zu sagen, aber wir grenzen jetzt andere aus. Ja, also ich kann nicht sagen, wir kümmern uns um Ausgegrenzte und dann grenzen wir selber Leute aus. Also ich bin dann auch so ins Sperrfeuer geraten, dass ich dann gesagt habe, ich habe auch dann meine Parteimitgliedschaft, die bei einer der großen Volksparteien war, habe ich auch dann abgegeben und habe dann gesagt, ich mache alles jetzt nur noch unabhängig und parteilos, weil es einfach nicht funktioniert hat. Ja? Mhm. Also die Parteipolitik in Deutschland ist so kompliziert und es ist auch so von Vorstellungen von eben Mandatsträgern und so weiter geprägt, die dann natürlich für sich und auch natürlich für ihre Partei, aber auch für sich ihre eigenen Ziele sehen, dass einfach kein Vorwärtskommen möglich ist, um etwas zu erreichen. Und deswegen habe ich für mich persönlich gesagt, dass Kommunalpolitik in meinen Augen einfach komplett gescheitert ist, solange sich nicht grundlegend was ändert bei den Leuten, die einfach die Macht bekommen, tatsächlich auch die Interessen der Wähler zu vertreten und nicht ihre eigenen. Ja, das Problem
und da sind wir wieder beim Geld, unsere Stadt führt schon lange, also unser Stadtrat, der gewählte Stadtrat, die Mitglieder dort, die können schon lange keinen Haushalt mehr abschließen, den sie, ich sage jetzt mal, ich unterstelle das wirklich das Beste, der für unsere Stadt notwendig wäre und dringend notwendig wäre. Wenn man durch manche Straßen fährt, da kriegt man auch einen Grusel. Also die Achsen unserer Autos, beide haben wir alte Autos, die kriegen das ja mit. Aber wir haben ja keine Plastikautos. Wir haben keine Plastikautos, nein, die sind noch aus Blech. Auch wenn sie ein bisschen rosten, aber sie sind unsere liebgewonnenen Begleiter, gell? Haben wir schon ausgemacht. Nein, es geht darum, wie werden Kommunen und Städte finanziert? Ja, es geht ja darum, erstens mal, das Geld kommt vom Bund, aber an die Länder. Und die Länder verteilen das dann eben wieder. Und genau. Und da müsste einfach viel mehr geschaut werden, auch vom Bund, wo sind die Gelder geblieben. Jetzt, soweit ich weiß es nicht ganz genau, ist das Land aber keine großartige Rechenschaft schuldig, warum, weshalb, wieso die Kommunen da ihre Gelder bekommen ja, haben. Auch das ist dann so ein Dickicht an Gesetzen. Ja. Deshalb hatte ich ja auch über Facebook den Aufruf gepostet, dass ich einen Anwalt suche, einen Juristen suche, der uns dann irgendeiner Form unterstützen kann. Weil Habt ihr den gefunden? Ich hatte mehrere Angebote, das waren bis jetzt leider immer Dead Ends, also das hat sich dann tote End, also Sackgassen, da hat sich leider dann nichts weiter ergeben. Also das heißt, wir suchen immer noch juristische Hilfe. Das dürfen ruhig auch mehr sein. Das ist einfach zum Formulieren dieser Anfragen, weil es kann halt, da ist ein Wort falsch oder ein Wort nicht richtig gesetzt und dann ist das für die Kommune oder für andere Gremien einfach dann so, dass sie sich da draus rausreden können. Und das ist halt einfach das Problem, was ich halt sehe, weil es gibt schon genug Geld, nur es kommt halt nicht dort richtig an, wo es ankommen muss. Und wir sind dem Entschuldungsfonds beigetreten. Wir haben über 880 Millionen Euro Schulden als Stadt mit knapp über 100.000 Einwohnern. Sind jetzt schon über 100.000? Knapp drüber. Ah, habe ich gar nicht mitgekriegt. Und die freiwilligen Leistungen der Stadt Kaiserslautern liegen bei unter 5%. Ja, also das muss man halt auch sehen, weil es gibt natürlich Aufgaben, die eine Kommune erfüllen muss, wo sie sich nicht drum drücken darf. Und dann gibt es die freiwilligen Leistungen. Und die liegen bei uns oder lagen bei uns zumindest im letzten Jahr bei unter 5%. Was habe ich dann auch nachgefragt bei Leuten, die im Stadtrat sitzen, so persönlich einfach so, weil ich das wissen wollte. Und das sind einfach so Sachen, wenn man das dann weiß, dann sieht man einfach die Gelder, wo kommen die her, wo sollen die hingehen. Man muss einfach sagen, den Kalkofen gibt es ja nicht erst seit 16 Jahren, seit 4 Jahren oder sonst irgendwas. Den gibt es ja schon seit Jahrzehnten. Seit 125 Jahren, glaube ich. Und die Stadt hatte ja mal irgendwann genug Geld und hat trotzdem nicht wirklich was an dieser Situation verändert. Wir haben keinen sozialen Wohnungsbau in Kaiserslautern. Wo sollen denn die Leute hin mit einer Negativschufa, mit Haftbefehlen, die offen stehen? Wegen und Schulden. Die Bauer AG hat Mieten, die können manche Leute nein, ich hatte mit der Bauer AG auch, weil ich mache ja auch noch aktiv Flüchtlingshilfe für einzelne Flüchtlingsfamilien, die ich noch kenne aus den Akten, ich habe ja mal als Verwaltung im Flüchtlingsheim gearbeitet. Nur ich habe natürlich begrenzt Zeit, ich kann leider nicht, meine Kinder sagen, die ganze Welt retten, das geht nicht. Ja. Auf jeden Fall habe ich da auch bei der Bauer AG angefragt und da haben die ja natürlich gesagt, ja klar, die Schufa ist schon wichtig. Und da habe ich dann gesagt, ja, die Flüchtlinge haben... Das ist eine private Organisation, die Schufa, ne? Das habe ich gar nicht gewusst. Ja, aber Moment, ich habe dann gesagt so, ja, die Flüchtlinge haben ja keine Negativschufa, weil die existierten ja vorher nicht, also habt ihr ja kein Risiko. Okay. Und dann haben sie ja, aber wir haben momentan gar keine 3- und 4-Zimmer-Wohnungen und ich habe dann gedacht so, okay. Und ich so, wie sieht's aus mit 1- und 2-Zimmer? Ja, also das muss man dann gucken, wie man das hinkriegt und so. Also da waren auch diese Aussagen sehr vage, als ich da anrief, wo man dann einfach auch gemerkt hat, die Bereitschaft, sich im Sozialen zu engagieren und dann auch gemeinnützig zu sein. Und die sind einfach de facto bei der Bau AG in Kaiserslautern zurzeit recht schwach ausgebildet, um das freundlich und höflich zu formulieren. Ich habe mir nie bei den Namen Bau AG Gedanken gemacht, weil ich bin selber in der Bau AG Wohnung geboren worden. Also somit also von Anfang an, ich weiß nur, meine Oma, die hat da immer irgendwie gesagt, also ihr seid mal bitte nicht so laut, weil das war manches Mal wirklich ein Problem, obwohl die waren sehr kinderfreundlich, also das waren wirklich so umrundete und in der Mitte war ein riesengroßer Hof, also ein Traum. Ja, so Karim-mäßig. Genau. Also auch so, dass man konnte wirklich, die Kinder konnten draußen spielen, die Eltern mussten sich da gar nicht so und es kam auch keiner rein, also man war wirklich sicher da drin. Und
also dieses Soziale, also dass das ja gerade für die Menschen ist, die eben nicht so viel Geld haben. Ich glaube, das ist über die letzten Jahrzehnte einfach flöten gegangen. Also als ich noch ein Kind war, da waren tatsächlich Leute, also Bewohnerinnen und Bewohner, die wirklich auf den Pfennig damals noch achten mussten. Ne? Also das waren wirklich, die waren jetzt nicht so arm, dass sie nichts zu essen hatten, aber sie hatten geringe Renten oder geringe Einkommen. Ja. Und heute ist das so nicht mehr. Also man muss situierte Leute in diesen Wohnungen leben. Ja, auch Leute, also, die im Stadtrat sind wohnen dort in großen Wohnungen, wo man locker eine Familie mit 6 Kindern unterbringen könnte. Und da muss man auch mal fragen, ist das in Ordnung? Also für mich nicht. Ich würde halt sagen, das ist natürlich schon, sage ich mal, ethisch fragwürdig, wo man für sich selbst dann überlegen muss, möchte man das tun oder möchte man das eben nicht tun? Ja, also ich meine, Kaiserslautern hat wirklich Probleme im Bereich Wohnungen. Ich weiß das selbst auch aus Erfahrung. Ich habe damals auch eine Zeit lang, habe ich mir glaube ich 70 Wohnungen angeguckt. Okay. Das war in der Zeit, als ich mit Hartz IV aufgestockt habe. Also es war schier unmöglich, eine Wohnung zu finden. Als alleinerziehende Mutter damals von 2 Kindern, da hatte ich ja nur 2 erstmal. Mhm. Und ich habe dann auch gedacht, das gibt's nicht. Nur jetzt im Kalkofen, wenn da natürlich Leute wohnen, die eine Negativstufe haben, die kommen da nicht mehr raus. Das ist einfach ein Fakt. Und wenn dann da Kinder sind, dann muss man sich fragen, kann ich als Stadt verantworten, dass Kinder in diesem Umfeld auf diese Art und Weise groß werden? Können die andere Schulkinder mit nach Hause nehmen in Häuser, die man ja auch in den Dokumentationen gesehen hat, die von außen und innen so aussehen? Geht das? Also das meiner Meinung nach nicht. Das ist komplette Ausgrenzung. Ich habe damals auf der Gebäudewirtschaft, das war vor irgendwelchen Dreharbeiten auch, habe ich dann gesagt, überlegen Sie einfach mal, ein Kind aus dem Kalkofen macht Abitur, studiert Informatik und arbeitet dann am Fraunhofer Institut. Und da hat die Dame gelacht und meinte, das wird nie passieren. Und da habe ich gesagt, und genau da müssen Sie eigentlich sagen, das darf nicht sein. Weil es hieß, freier Bildungszugang für alle Kinder in Deutschland, egal woher die kommen, egal wie arm oder ob der Migrationshintergrund oder nicht Migrationshintergrund, es ist Wurst. Und dass die keine Chance haben, von vornherein nur durch Geburt, das darf einfach nicht sein. Und da muss man direkt was tun. Und deswegen finde ich es auch gut, dass wir immer noch Leute haben, die das Projekt unterstützen, die auch immer noch uns helfen mit Arbeitszeit, mit auch Know-how und natürlich auch mit Geld. Und man kann sich auch immer noch, und das wird ja eine langfristige Sache sein, also auch eure Arbeit, es wird viele, viele Jahre dauern, um das umzusetzen, was meiner Meinung nach eigentlich die Stadt machen müsste. Ja. Also wenn man unser Grundgesetz richtig versteht, dann müsste es den Verein Asternweg e.V. so gar nicht geben. Nee. Aber es ist klar, wir wollen keine 25, auch keine 18 Jahre mehr warten. Ne? Wir wollen das machen, damit möglichst viele Menschen ein positives Ende, nämlich eine renovierte Wohnung haben, in der sie wohnen können. Und zwar warm, mit einer Dusche, mit einer Toilette, mit mindestens 2 Wasserstellen, wo man sich die Hände nach dem Toilettengang nicht in der Küchenspüle waschen darf. Hatten eine Dame, wir haben die immer noch, die hat einen Toilettenstuhl, weil die sitzt im Rollstuhl und dieser Toilettenstuhl kann natürlich nur an einer einzigen Wasserstelle gesäubert werden oder gar nicht. Ne? Ja, eben. Also ich finde das absolut pervers. Ich muss ehrlich sagen, wir leben im 21. Jahrhundert. Wir haben Laptops, wir haben, Smartphones, mit denen wir haben alles Mögliche. Was ich mir noch nicht mal vorstellen kann. Ich bin da immer ein bisschen hinterher. Also da gibt es keinen Kompromiss. Wie lange wollen wir der Stadt Zeit geben, dass sie das Problem in den Griff kriegt? Also ich meine, der Asternweg e.V. hat einfach sich aus normalen Bürgern zusammen organisiert, die gesagt haben, wir steigen da ein, wo die Verantwortung der Stadt einfach momentan leider nicht in dem Maße vorhanden ist, aus welchen Gründen auch immer. Ja. Ob das Misswirtschaft ist von was weiß ich wem oder warum auch immer diese 880 Millionen Euro Schulden zusammengekommen sind. Ja. Aber wir können da einfach nicht zusehen. Wir haben uns gegründet und wir haben heute tatsächlich ganz genau auf den Tag einjähriges Bestehen. Also der Asternweg e.V. hat heute Geburtstag. Okay, das ist ja toll. Herzlichen Glückwunsch. Heute gibt es den ein Jahr, da war damals die Gründungsversammlung
Und wir werden auch viel von Kaiserslautern unterstützt, von den normalen Bürgern. Wir werden auch in der Stadtverwaltung von den ganz normalen Menschen, die dort arbeiten, unglaublich unterstützt. Ja, davon bin ich überzeugt. Die Entscheidungsträger sind einfach das Problem. Und da kommen wir auch zu dem grundsätzlichen Problem, dass es einfach in unserer Gesellschaft und auch in der Kommunalpolitik oder Landespolitik gibt, dass einfach die Politiker nicht mehr in der Lage sind oder sich sehen, dass sie einfach eine Sache unterstützen, offen und auch gegen Widrigkeiten, gegen Widerstände und dann einfach auch zu ihrem Wort stehen und das auch durchziehen. Hm. Weil das ist unbequem. Also ich meine, da können wir uns als Gesellschaft dann auch selbst an die Nase greifen, dass wir sagen, okay, wenn Politiker zurücktreten müssen, weil sie einen Satz gesagt haben, dann sollten wir uns fragen, ob wir noch ganz dicht im Kopf sind. Ja. Dass wir dann also wir sind ja alles Menschen. Das ist so schwierig an dieser Political Correctness und wie sie alle sagen und dass man das so nicht sagen darf. Ich habe auch, ach Gott, ich habe so jede Menge Ärger bekommen wegen irgendwelcher Facebook-Kommentare oder Postings. Da wurden dann Screenshots gemacht, die wurden dann ausgedruckt, die wurden zusammengeheftet. Da wurde dann gesagt, so eigentlich müsste man Strafanzeige gegen mich stellen und was weiß ich was alles. Also wo ich dann einfach denke, diese gesamte Energie, die da drin steckt, ne, wenn man die einfach da reingesteckt hätte, dass man beim Nachbarn oder drei Häuser weiter zu einer älteren Frau gesagt hätte, so, wie sieht's denn aus, soll ich dir mal helfen, deinen Vorgarten zu machen oder kann ich dir mal helfen oder einmal die Einkäufe in der Woche erledigen oder so. Das wäre viel besser gewesen, als dann links und rechts dann rumzuschlagen und rumzubeißen oder so. Also das ist halt wirklich, und ich verstehe das einfach nicht. Wenn wir doch sagen, wir sind eine Zivilisation, wir sind eine Gesellschaft, wir sind sozial eingestellt, bei uns haben Kinder und alte Menschen ein Recht auf Menschenwürde, dann muss ich mich fragen... Die anderen auch, natürlich. Nee, klar, klar. Mindestens. Und dann muss ich mich aber fragen, wie kann ich dann als Mensch, der in Kaiserslautern wohnt, einfach so zugucken, wie ein gesamtes Stadtteilgebiet einfach so existiert, ohne dass ich aufschreie und sage, Moment mal. Ja? Weil wenn man sich messen lassen muss, finde ich, mal eine Gesellschaft muss sich messen lassen, wie gehe ich mit meinen Ärmsten um? Ich habe mit den Flüchtlingen damals viel geredet, die haben mich gefragt, was machst du eigentlich da? Wir kriegen das immer über Facebook mit. Dann habe ich denen das dann erklärt. Und dann haben die gesagt, die verstehen das nicht. Wenn bei ihnen zu Hause Flüchtlinge kämen in ihr Land, dann würden die so leben wie ihre Ärmsten, aber nicht besser. Und die haben gesagt, und wie kann das sein, dass Deutschland so ein reiches Land ist und es nicht hinkriegt, dass Menschen mindestens ein ganz normales, ganz kleines Bad ohne Tageslicht haben. Es muss wirklich nichts Dramatisches sein. Ja. Und mit einer Heizung und mit warmem Wasser. Weil wir können ja auch nicht dann einfach eine Heizung für 4, 5 Zimmer haben. Dann haben wir den ganzen Schimmel, der da reinkommt. Wir haben in dem einen Block, da wohnen Menschen mit Asthma drin. Und da geht man rein nach einer Stunde. Ich hab gedacht, mein Kopf explodiert wirklich. Also ich hatte 2 Stunden Kopfschmerzen durch diesen ganzen Schimmelsporen, die ich eingeatmet habe. Gott. Ja, und das ist auch der einzige Block, der noch die Toiletten im Aufgang hat, im Treppenaufgang. Das sind Gemeinschaftstoiletten. Das heißt, die Leute haben in der Wohnung überhaupt gar keine Toilette. Die gehen raus. Das hat man nach dem Krieg gehabt, ne? So, und nach dem Krieg, da kann man das verstehen, weil da war alles zertrümmert. Dann fällt aber das Licht oft aus. Aha. Die Sicherung fliegt raus. Die Sicherungskästen sind, das hat man ja auch auf vielen Fotos gesehen, sind ja mit Vorhängeschlössern gesichert durch die Stadt Kaiserslautern, damit eben kein sogenannter Stromklau halt erfolgen kann. Das heißt, die Leute sitzen dann einfach mal am ganzen Wochenende mit Kindern im Dunkeln und die sollen dann im Dunkeln auf Toilette gehen, ne? Auf diese Toiletten. Und dann hat die Stadt Kaiserslautern mit den politischen Akteuren so sich gedacht, wir machen Aufgangsduschen. Und da habe ich gesagt, Moment mal. Wir sind doch nicht mehr in den 70ern. Wir können doch nicht sagen, Gemeinschaftstoiletten sind nicht in Ordnung und dann bauen wir Gemeinschaftsduschen. Ja? Wie soll denn ein 70-jähriger Mann, der vielleicht alle möglichen Krankheiten hat, da duschen gehen? Wer macht das denn dann sauber, wenn das 6-jährige, sag ich jetzt mal überspitzt gesagt, das 6-jährige Mädchen danach duschen gehen soll? Da muss ja jemand eingestellt werden, das muss ja desinfiziert werden. Wird das vom Gesundheitsamt überhaupt abgenommen? Mhm. Und da habe ich gesagt, wir sind doch nicht mehr in den 70ern wirklich, wo wir dann auch noch bleihaltige Farbe überall verstreichen. Wir haben uns doch weiterentwickelt. Wir sind im Jahr 2000, damals war es, die Gespräche waren 2015. Mhm. Ich habe gesagt, da muss doch was mehr passieren. Mhm. Also es ist scheinbar immer noch so, also eure Arbeit, die ist unglaublich wertvoll. Und ich finde sie nicht nur wertvoll für diese Menschen, und für die Wohnungen dort, sondern ich finde sie auch
also wenn ich das mal jetzt so sagen darf, das ist ein Aushängeschild für Mitmenschlichkeit. Weil ich finde, also ich, wenn ich einen Preis zu vergeben hätte, den hättet ihr schon längst. Also deswegen kann ich, den Preis kann ich nicht vergeben, aber ich habe mich entschlossen, eurem Verein beizutreten. Ich habe jetzt bloß die Urkunde in dem Zimmer vergessen da vorne, sonst hätte ich sie dir überreicht. Ich kann dir aber dieses Blatt überreichen. Die Urkunde liegt draußen, die nimmst du gerade mit. Das kann ich tun, aber was ich mir wünsche für Kaiserslautern und auch für alle anderen Städte, ist, dass es Menschen gibt, die sich trauen, in die Wohngebiete zu gehen und mit ihnen gemeinschaftlich politisch erstreiten, was eigentlich ihnen nach Gesetz schon längst zusteht. Nämlich menschenwürdige Wohnungen, menschenwürdige Bedingungen für Menschen, jeden Alters, ob sie jetzt ganz klein sind, wie dieses kleine Mäuschen, was da reingeboren wurde, oder ob es Menschen sind, die eben alt sind. Ja, mein Gott, und dann sind sie halt suchtkrank. Ich würde ihn sehen wollen, der da nicht anfängt zu saufen, das muss ich dir ehrlich sagen. Also ich kann verstehen, wenn es ab und zu Situationen gibt, wo man denkt, okay, jetzt habe ich keine Lust mehr und gebe mir die Kanne, damit ich dieses Elend gar nicht mehr ertragen muss. Ich polemisiere ja auch gerne, ich sage dann immer als... Obwohl es kein Aufruf zum Alkohol ist. Nein, als Robin Williams gestorben ist, der ja auch Alkoholiker, medikamentensüchtig und depressiv war, als der sich selbst umgebracht hat, da ging ein Aufschrei durch die Welt und alle haben gesagt, ein großartiger Schauspieler ist von uns gegangen, ein wertvoller Mensch, ein guter Mensch, ein lieber Mensch. Wir haben seine Filme geliebt, er war gut und ihn konnte, da habe ich dann auch gesagt, Leute, denk doch mal nach, seine Frau konnte ihm nicht helfen, seine Kinder konnten ihm nicht helfen. Niemand war in der Lage, ihm zu helfen und er hatte Geld, er hatte ein soziales Netz und ihr trampelt auf Leuten rum, die wirklich nichts mehr haben, die ohne Wasser, also ohne warmes Wasser, Duschen und Heizung da leben müssen, die nichts anderes haben, außer vielleicht noch ein paar Freunde und vielleicht auch diesen Zusammenhalt im Kalkofen, der natürlich sehr, sehr stark ist, eben weil man das gleiche Schicksal teilt. Und ich denke auch immer an die Worte von Bill Cosby, der gesagt hat, wir wissen so viel mittlerweile über internationale Finanzmärkte, wir wissen alles über den Aktienmarkt, wir wissen alles über irgendwelche Gesetze, wir wissen, was nicht vor Kleinen schützt. Nein, aber wir wissen so viel eigentlich als Gesellschaft und das Einzige, was wir gar nicht mehr wissen, ist, wer ist eigentlich unser Nachbar? Und der hat gesagt, get your neighborhood back. Er hat gesagt, geht zurück, klingelt mal rechts und links, redet mal mit den Leuten, sagt mal schön Hallo oder so, dass ihr einfach mal ins Gespräch kommt, weil es nur so kann man die Gesellschaft überhaupt noch retten oder in dem Sinne einfach auch lebenswert machen für die Kinder. Ich denke dann immer, ich will ja auch die Welt ein bisschen besser hinterlassen, als ich sie vorgefunden hatte. Wir profitieren ja auch dafür. Die Generationen, die vor uns gelebt haben, die haben ja auch uns eine bessere Welt hinterlassen, als sie vorgefunden haben. Ich glaube, wir sind wirklich die erste Generation. Man darf nicht aufgeben. Nein, das dürfen wir nicht. Und das werden wir auch nicht. Also deshalb gibt es ja auch diese Sendung. Wir geben eben überhaupt nicht auf. Im Gegenteil. Aber was wir uns wünschen, also was ich mir wünsche, ist nach wie vor, ich verstehe, nach dem Vereinsrecht dürft ihr euch nicht politisch betätigen, aber es ist dringend notwendig, weil die Gelder müssen fließen. Und sie müssen in so einem Strom fließen, dass wir sagen können, in allerspätestens 5 Jahren gibt es einen Asternweg, einen Geranienweg, eine Slevogtstraße, eine Nordbahnstraße, habe ich was vergessen, die in ihren Wohnungen fließend warmes Wasser haben, eine zentrale Heizung, ein Bad, eine Dusche und eine eigene Toilette. Das ist nicht zu viel verlangt, das ist wirklich der absolute Mindestanspruch an Menschlichkeit. Und wir werden, Katharina, du und ich auch nicht, ich werde nicht vorher ruhen, bis das geschafft ist. Was ich mir wünsche ist, vielleicht könnt ihr euren Asternweg dazu nutzen, wenn es kein Problem ist. Ich hinterlasse die Adresse von mir und vielleicht, es wären nur 20 bis 30 Leute notwendig, um so eine Initiative, eine Bürgerinneninitiative, ich sage bewusst Bürgerinnen, es sollen Bürgerinnen und Bürger mit den Menschen im Kalkofen, im Geranienweg, in der Slevogtstraße, weil diese Bürgerinneninitiative soll wirklich alle
klammern, also sprich alle ummanteln, also dass auch die sich nicht vergessen fühlen. Jetzt war der Asternweg im Fernsehen, aber es gilt natürlich für alle. Und ja, und die können dann die Homepage, die schon besteht, Kaiserslautern, schaut drauf, den Namen. Das ist immer schwer, einen Namen zu finden für irgendwas. Also das wäre auch schon geschafft. Wenn es ein anderer Name sein soll, auch in Ordnung. Bei uns war es relativ einfach. Asternweg und dann .org wie Organisation. Ja, und so gut. Findet man es dann immer. Aber wir das können ja auch gerne Leute, die sich politisch engagieren wollen, weiterreichen oder weiterleiten, einfach an dich oder so, dass man das, weil wir als Asternweg e.V., wir bleiben anrufen, weiterhin weil, unabhängig. Weil ich habe wenig Kapazitäten jetzt durch unser Friedenswochenende, habe ich so viele Sachen zu tun, da kann ich das leider nicht. Damals die Auftaktveranstaltung, die hätte ich damals zeitlich schaffen können, aber ich musste mich dann eben entscheiden, mache ich meine Sendungen von Frau zu Frau und Gesellschaftsbarometer oder mache ich den Asternweg, also oder diese Initiative Kaiserslautern schaut drauf. Ja. Also auch ich bin nur ein Mensch, auch ich habe nur 24 Stunden, genauso wie du. Ja. Und was wünschen wir uns denn? Was wünschen wir uns? Was würdest du dir am meisten wünschen? Also im Grunde genommen, ich bin niemand, der sich irgendwelche Sachen wünscht. Ich gucke immer, dass ich alles Mögliche tue, um ein Ziel zu erreichen. Mhm. Und mein Ziel ist es einfach, den Kalkofen zu sanieren und ich wurde natürlich auch dann teilweise für verrückt erklärt, weil ich 7 Millionen sammeln wollte, um alle Blöcke auf einmal machen. Also Millionäre dürfen sich hier melden. Durchaus. Und auch Millionärinnen, also wirklich, dieses Geld ist so sinnvoll angebracht, wie es keine Aktiengeschäft jemals sein kann. Nee, und also ich denke dann einfach, ich werde dann einfach das weiterhin kontinuierlich verfolgen. Ich habe damals beim ersten Gespräch mit dem Oberbürgermeister Dr. Weichel gesagt, dass ich nicht aufhören werde, bis der Kalkofen saniert ist. Und das habe ich auch genau so gemeint. Also ich werde auch genau so lange an diesem Thema dranbleiben und genau so lange suffisante Postings machen und auch nerven von mir aus oder so, bis das dann erreicht ist. Wobei ich sagen muss, dass die Stadt Kaiserslautern momentan tatsächlich sehr viel den Verein unterstützt und auch in der Arbeit unterstützt und sehr gesprächsbereit ist und sehr kooperativ ist. Das ist auch gut so. Das muss man wirklich auch mal dann klar sagen. Ja, ja. Wir hatten unsere Findungsphase, die dann teilweise auch für beide Seiten nicht so angenehm war, aber diese Seite ist jetzt, also diese Sache ist jetzt auch erledigt. Ne? Ja, ja, und jetzt bleiben wir einfach weiter kontinuierlich dran. Und ich habe nicht vergessen, dass wir insgesamt 11 Schlichtwohnungsblöcke haben in Kaiserslautern, von denen jetzt einer durchs ASZ saniert wird, einer ist von uns angefangen, ein zweiter ist geplant von der Stadt Kaiserslautern, das sind dann 3, macht immer noch 8, die übrig bleiben. Ja, eben. Ja, genau. Eben. Und deswegen bleiben wir weiterhin dran und werden diese Ziele auch einfach dann einfach stur weiterverfolgen. So wie immer. So wie immer, ja. Ja, wir geben nicht aus. Entschuldigung, wir geben nicht auf. Vielleicht, weil wir Mamas sind, wer weiß. Ich weiß es nicht, ob es daran liegt, aber das macht nichts. Ist auch Spaß, ich bin halb Pfälzer und halb Norddeutsch, vielleicht liegt es daran, keine Ahnung. Ja, also ich glaube, pfälzische Leute sind schon ein bisschen starrsinnig, gell? Ja, Norddeutsche also, auch. Also das ist, das so ist ja die Mischung, aber ich weiß, du hast mir erzählt, du beschäftigst dich gerade privat, also man hat ja auch noch so ein klein bisschen Privatheit. Das hat mich sehr interessiert. Du liest gerade die Bibel oder was war das genau? Also ich habe mich ganz, also schon, sag ich mal, vor längerem mit humanistischen Werten beschäftigt. Ich meine, meine Kinder sind nicht getauft. Die hatten dann Ethikunterricht. Wir haben dann viel diskutiert über, gibt es einen Gott oder gibt es Werte in einer Gesellschaft? Gibt es diese Werte auch in anderer Form durch andere Religionen? Gibt es da vielleicht auch Überschneidungen, dass die Religionen im Grunde genommen sich auch mit humanistischen Werten dann überschneiden oder mit ethischen Grundsätzen? Und da ich gerne weiß, worüber ich spreche, habe ich dann jetzt beschlossen, dass ich dann tatsächlich die Bibel lese und dann auch ins Detail gehe. Also dass ich dann auch also ich habe dann auch ein paar Leute, die ich dann fragen kann, wo kommt denn jetzt dieser Text her oder was ist denn da jetzt überhaupt aktuell? Ist jetzt sozusagen das Neue Testament das Update vom Alten? Steht in der Bergpredigt das Update der 10 Gebote? Ja, das sind einfach so Sachen, die einfach interessant sind, weil ich denke, der Mensch sucht immer
irgendetwas Höheres und nennt es dann halt anders. Wir haben eine große, sage ich mal, Bewegung im Bereich Esoterik und so weiter. Wir haben eine Wissenschaft, die sich annähert an dieses Segment durch eben Stephen Hawking, der ja auch dann beides zusammengeführt hat in seinen neueren Büchern. Also die lese ich auch, nur brauche ich dafür extrem lange, weil der unglaublich viele Fachbegriffe aus der Physik und so weiter verwendet, die ich dann erstmal, Gott sei Dank gibt es Google, die ich dann nachgoogeln muss und dann nachrecherchieren muss, was meint er jetzt eigentlich damit. Aber ich versuche da schon so durch diese Materie durchzusteigen und ich bin auf jeden Fall ein sehr gläubiger Mensch. Das glaubt dann immer keiner, weil ich halt so ein bisschen anders aussehe als jetzt so die typische Nonne aus San Francisco oder so. Ja, ja. Aber deswegen habe ich es auch angesprochen, weil ich will Menschen dafür sensibilisieren, dass sie von der äußeren Erscheinung nicht auf das Innere schließen sollen. Ich glaube, wenn wir das schon mal machen würden oder nicht machen würden, dann würde schon geholfen. Ja, das ist also wirklich sehr extrem zu sehen. Bevor ich jetzt im Fernsehen zu sehen war, habe ich dann doch die ein oder andere unnette Situation gehabt, in der ich angesprochen wurde, weil ich auch ein kleines Kind damals noch hatte, eine Tochter im Kinderwagen. Das war dann teilweise sehr unter der Gürtellinie. Ich habe dann zurückgeantwortet, ich zahle auch nicht gerne Steuern. Aber danach war das dann einfach so komplett anders. So alle so, boah, das ist toll, was du machst, wo ich dann gesagt habe, nicht alle Menschen bitte nach dem Äußeren beurteilen. Es gibt natürlich auch tätowierte Leute, die nicht nett sind, genauso wie es auch mit Sicherheit ganz viele Leute gibt, die im Anzug sind und nett sind. Sozusagen sich da nicht diese ganzen Lager bilden, der gegen den und der passt da nicht rein und der ist zu alt, zu jung, zu dick, zu dünn, zu keine Ahnung, was weiß ich. Also wir fordern einfach nur auf, dass sich alle mal zusammensetzen, dem anderen zuhören oder der anderen zuhören und reden. Und ich bin mit dir. Jetzt ist unsere Sendung zu Ende und ich bedanke mich sehr für dein Kommen und ich hoffe, dass wir den Menschen etwas geholfen haben. Ich danke dir sehr für dein Kommen. Ich danke Ihnen fürs Zuschauen, liebes Publikum, und ich freue mich auf die nächste Sendung Gesellschaftsbarometer mit Ihnen und einem neuen Gast. Auf Wiedersehen. Bis dann. Ja. Super.